Jährlich im Oktober lädt die Handwerkskammer Koblenz zur Altmeisterfeier ein. 180 Meisterjubilare und ihre Familienangehörigen kamen zur feierlichen Verleihung der goldenen, diamantenen, eisernen oder Platin-Meisterbriefe ins Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Ebenfalls eine gute Tradition ist der musikalische Auftakt durch den Handwerkerchor Birkenfeld. Einer von zwei Chören in Deutschland, der ausschließlich aus gesangsstarken Handwerkern besteht, die auch in diesem Jahr ihr Publikum begeisterten. In seinen einführenden Worten ging Kammerpräsident Kurt Krautscheid auf das Lebenswerk der Meisterjubilare ein, deren Meisterprüfung 50, 60, 65 oder sogar 70 Jahre zurückliegen. 181 Altmeister. Das sind 181 Erfolgsgeschichten mit dem Meisterbrief. Wie diese Geschichten konkret aussehen, wurde in einem Kurzfilm dargestellt, für den drei Jubilare mit der Kamera begleitet wurden. Einer von ihnen ist Malermeister Helmut Heimann. Geisig im Rhein-Lahn-Kreis. Hier lebt Malermeister Helmut Heimann, Meisterjahrgang 1958. Mit dem Lied March from the River Kwai landet Mitch Miller den erfolgreichsten Hit dieses Jahres. Für Helmut Heimann verbindet sich mit der Jahreszahl auch die Wiederaufnahme des Familienbetriebs, 1934 durch Vater Karl gegründet. Er sollte aus dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder heimkehren. Und so ruhte das Malergeschäft bis 1958. Ich wollte immer Meister werden und selbstständig werden, weil die Werkstatt war noch da vom Vater und waren auch noch Farbpotte da und Pinsel und Leitern und Treppenleitern und Bohnen. Und da war immer mein Traum, du wirst auch Maler und machst dich selbstständig. Dann habe ich angefangen und habe mich gemeldet in Koblenz, habe dann Fachkurse gemacht, theoretische Unterricht, musste aber immer nach Feierabend den Unterricht besuchen oder samstags. Und da habe ich gemerkt, da habe ich 2 Jahre gemacht. Das funktioniert nicht für die Prüfung. Dann kam, das war neu in Lahr gewesen, im Schwarzwald. Ich habe da mich angemeldet und bin dann 57 mit dem Motorrad nach Lahr gefahren. Und unterwegs ab und zu mal stillgehalten, dann den Arm mal gehängt, den und das Bein mal hängen lassen, das mal hängen lassen. Und, das war. Und dann hatte ich Koffer hinten noch dran, im Motorrad, den Rucksack noch auf. Habt ihr da, musst ihr übernachten da, gell? War in seiner Jugendheim, da haben wir mit 3, 6 Leuten an den Zimmer geschlafen, in Doppelbett. Da war was los. Und bin da ein halbes Jahr zur Schule gegangen, ein Semester gemacht und anschließend die Prüfung mit Erfolg gemacht. Damals war ja die einfache Buchführung. Und wie wir die Meisterprüfung machten, haben die in der Schule die doppelte Buchführung eingeführt. Und da musste man die Konten, die waren alle mit Nummern belegt praktisch. Die Kasse, also gibt es verschiedene, die waren mit Nummern belegt. Und dann war nachher die Meisterprüfung, das war praktisch auch neu für uns. Wir hatten so eine braune Plastik, wo man die Hand aufgelegt hat und dann ist sie durchgeschrieben worden. Die doppelte Buchhaltung mit Blaupapier. Ja. Und ich habe mir dann mit Bleistift auf den braunen Dings die Nummern draufgeschrieben, damit ich nichts verkehrt mache. War zwar verboten, aber hat niemand gemerkt. Als frisch gebackener Meister kehrt er im Frühjahr 1958 zurück nach Geisig und hat am 24. Mai das Geschäft wieder neu angemeldet bei der Handwerkskammer in Koblenz. Und dann war mein erstes Fahrzeug war eine 200er DKW. Ich habe selbst gebaute Hänge dran gebastelt und bin dann mit dem Fahrzeug dann von Dorf zu Dorf gefahren, habe dann das Zimmer renoviert. Und die erste Zeit war nicht so einfach gewesen.
weil ich kam frisch von der Schule, hatte kalkuliert gelernt und war die erste Zeit ein bisschen verschrieben. Ich werde zu teuer in der Malle arbeiten. Weil in jedem Dorf war so ein Dorfmaler gewesen, der hat das billiger gemacht, aber ich habe mich nicht daran gestört. Ich habe meine Dings durchgezogen und auch zwar manchmal war da ein Busgespräch, der Heimann ist so teuer, aber ich bin da nicht wankelmütig geworden und habe das praktisch durchgezogen, habe meine Linie ein Jahr später dann einen Lehrling eingestellt und dann ging dazu nach und nach, kam ein oder zwei Geselle dazu und ist immer ein bisschen größer geworden. Dann kam das erste Fahrzeug, das war ein Kombi, ein Opel Kombi. Und mein Bruder kam dann später dazu. Der hat auch Maler gelernt in Landstein und musste dann zur Bundeswehr und hatte da einen Unfall und konnte praktisch keine Leitern mehr besteigen. Also, dann hat er umgeschult als Autolackierer in Montababa. Und wie er dann die Lehre fertig hat, kam er nach Geisig, haben wir dann angefangen mit den Autos. Es ist Grundlage für den Erfolg in einem weiteren Geschäftsbereich. Der Betrieb legt eine rasante Entwicklung hin und baut auf mehrere Säulen. Werbetechnik, Malerarbeiten, Innenraumgestaltung, Karosserie und Lackierarbeiten an Fahrzeugen, vom PKW bis zum Bus oder LKW zählen dazu. Die gesamte Familie bringt sich ein und heute steht bereits die vierte Generation im Betrieb. Der zählt über 100 Mitarbeiter und ist eine imposante Erscheinung. Technisch wie auch von der Größe. Helmut Heimann freut sich über die Entwicklung, die er maßgeblich geprägt hat und doch voller Bescheidenheit sagt: Freut uns sehr, dass praktisch beide Kinder, auch von meinem Bruder und auch von meinen Kindern, dass sie praktisch das, was wir aufgebaut haben, weiterführen und noch besser machen wie wir damals. Vom Ein-Mann-Betrieb zu einem Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern in 60 Jahren. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, geschrieben durch eine Familie mit mehreren Meistern und im Ursprung stark geprägt durch Helmut Heimann, der sich sehr positiv zum würdigen Rahmen der Altmeisterfeier äußerte und überrascht war, so viele Kollegen wiederzutreffen. Ja, ich bin total überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass so viele Kollegen, den Diamanten und Meisterbrief kommen heute. Aber das Handwerk hat scheinbar goldenen Boden und die Ernährung ist vielleicht dementsprechend damals gewesen. Aber hat mich sehr gefreut, heute hier zu stehen und den Meisterbrief zu erhalten. Vielleicht bin ich noch der Nächste. Höhepunkt der Veranstaltung ist traditionell die Überreichung der Jubiläumsmeisterbriefe, für die Kammerpräsident Kurt Krautscheid den Weg zu den Auszuzeichnenden antritt und sich dann auch Zeit für einige persönliche Worte nimmt. Eigentlich ist oft das Thema von meiner Seite aus, dass ich frage, sehr, sehr viele Junggebliebene dabei, die manchmal noch immer, ob 50 oder 60 Jahre Meister würde, noch immer jeden Tag mit denen im Betrieb sind, im Geschäft sind, wo die Menschen selbst zugeben, dass wahrscheinlich der Grund ist, was sie so fit hält. Und sind wirklich welche dabei, muss man ehrlich sagen, die für ihr Alter, für ihr Lebenswerk noch unverschämt fit sind. Macht immer wieder Freude zu sehen, macht einem selbst auch Hoffnung, ein gewisses Alter zu erreichen, wenn man Handwerksmeister ist. Also daher macht immer wieder wirklich großen Spaß. Der Erfolg, den wir heute feiern können in unseren Handwerken, fußt ja auf dem Erfolg dieser Menschen, die vor 50, 60 oder 65 Jahren ihre Meisterprüfung gemacht haben. Ganz besonders freut mich natürlich, wenn ein paar, ich darf mal sagen, Uraltmeister dabei sind, die auch mal einen Platin-Meisterbrief haben. Also auch 70 Jahre Meisterwürde ist für uns ein ganz tolles Event. Und freue ich mich wirklich, dass wir das ja in der Form auch ausrichten können. Und dann auch so einen großen Zuspruch bei den Altmeisterinnen und Altmeister findet, dass wir jedes Jahr Hausvoll haben. 120 goldene, 45 diamantene und 15 eiserne Meisterbriefe wurden in diesem Jahr verliehen. Einen besonderen Platin-Meisterbrief konnte Maler und Anstreichermeister Albert Bendel aus Hachenburg entgegennehmen. Der Meisterbrief des 95-Jährigen stammt aus dem Jahr 1948 und ist damit 70 Jahre alt.
Auch für HWK-Hauptgeschäftsführer Alexander Baden sind das besondere Augenblicke. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass er im Dezember den wohlverdienten Ruhestand antritt und somit letztmals eine Altmeisterfeier als Hauptgeschäftsführer mitgestaltete. Gedanken zum Meisterbrief und auch zum Stellenwert einer solchen Feier. Es geht zu Herzen, auch die Umrahmung ist von den Mitarbeitern immer sehr, sehr schön und ansprechend organisiert. Und ich hoffe, dass diese Veranstaltung noch viele Jahre bleibt. Es werden jedes Jahr allerdings mehr Menschen, die den goldenen oder einen hochwertigeren Meisterbrief bekommen. Das spricht aber dafür, dass die Menschen vor vielen, vielen Jahrzehnten sich für einen guten Weg ins Handwerk entschieden haben. Mit der Altmeisterfeier verbindet sich auch eine klare Botschaft an die Jugend. Das Lebenswerk der Jubilare und deren Erfahrungsschatz stehen für ein außergewöhnliches Erfolgsmodell, geformt durch das Handwerk und den Meisterbrief. Für viele bedeutet das auch Erfüllung und Zufriedenheit, denn sie haben etwas aufgebaut, weiterentwickelt und weitergegeben. Das handwerkliche Vermächtnis wird fortbestehen. Als Wissensschatz, Betriebsübergabe und in Produkten. Das sind Werte, die bleiben und überzeugen. Auch das wurde gefeiert.